Guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt ist es schon wieder soweit und es ist schon wieder Freitag. Und es wird herbstlich. Also nicht nur draußen vom Wetter und vom Schnupfen her. Ich habe mich ein bisschen erkältet. Ein bisschen. Aber egal. Das ist um diese Jahreszeit, glaube ich, nicht so ungewöhnlich. Das war so, nachdem der ganze Stress abgefallen ist. Vom Kropf und allem, da hat es mich ein bisschen dahingestreckt, aber alles gut, es ist alles halb so wild. Aber es gibt natürlich auch neue Sachen, die ich euch zeigen möchte. Und ja, wie gesagt, es wird herbstlich. Womit fangen wir denn mal an? Wir fangen an mit den Stempeln. Ich habe einmal diesen hier, den sehe ich eher so als Hintergrundstempel. Ich hoffe vom Licht, das blendet wieder. Ich muss Licht anmachen, es geht leider nicht anders. Ich muss mal gucken, ob ich das so ein bisschen drehen kann. So, da ist es dann nicht mehr ganz so. Hauptsache, hey, genug, dass ihr was sehen könnt. Und zwar Wiesenblumen heißt dieses Set von Carolas Bastelstübchen. Und das ist ein großer Stempel. Und ich fände ihn ganz schön so auf Verpackungen, die damit, also weißes Papier zum Beispiel damit zu bestempeln und ein paar Spritzer dazu und ein Anhängerchen dran und ja, so habe ich mir das gedacht. Vielleicht auch embossen, da muss ich mal schauen. Also so in der Richtung dachte ich mir das. Dann geht es schon so ein bisschen in Richtung Halloween. Ne? Ende des Monats ist es ja soweit. Und ich habe mir ein bisschen was. Ich bin nicht so der Halloween-Typ, also eigentlich so gar nicht. Aber diese Kürbisse fand ich unheimlich toll zum Kolorieren. Und ich glaube, damit kann man doch noch mal ein bisschen was machen. Ne? Für die Arbeit, dass man dann eine kleine Verpackung macht und da so ein Kürbis draufsetzt. Ne? Für die Kolleginnen und Kollegen. Das Set heißt Kürbisparade. Ja, und hier, der guckt auch ein bisschen schräg, ne? Und den mit der Mütze, mit dem Hut, finde ich auch ganz cool. Ich glaube, da kann man ein bisschen was draus machen. Ja, das ist einmal das. Und dann habe ich noch mal ein zweites mitgenommen, was ich auch ganz witzig fand. Das heißt Halloween Baum. Und ich fand, der Baum passt irgendwie ganz cool. Also man kann das gut kombinieren, finde ich, diese beiden Sets. Ja, ich denke mal, das wird es bei mir auch an Halloween bleiben. Geschichten bleiben. Ich habe hier eben noch gleich noch Stanzformen, aber sonst denke ich mal, ja, sind das meine ersten Halloween-Sachen und wahrscheinlich auch die letzten. Aber das finde ich schon ganz cool. Passend dazu gibt es aus, das müsste, gehört das zu Decorated, ja, das gehört zu Decorated. Serie und das sind Halloween-Kürbisse, das sind fünf Stück. Ach ja, ich wollte gerade sagen, 1, 2, 3, 4, aber da ist noch mal so ein ganz kleiner, na okay, kleiner Viertel-Kürbis, also der ist ja echt drollig, ne? Also, so. Erkennt man den auch als Kürbis nach dem Ausstanzen? Auf jeden Fall, die anderen fand ich ganz witzig und da habe ich auch schon eine Idee mit einer Karte, die ich dann gleich noch machen werde. Dann gibt es wieder neue Rub-Ons. Ich fange mit denen an. Von Steffi von Stilfein Design. Das sind die Herbstblumen. Und das alles, was so zarte Blumen sind, jetzt wo es meine Frühlingsblumen ja nicht mehr gibt als Rub-Ons, habe ich gedacht, naja, Gott, mit Herbstblumen kann man auch was Schönes machen. So. Und jetzt kann man das so, das ist auch blöd, ne? Das Display. Ich hatte doch irgendwo noch ein weißes Blatt Papier. Naja, so ein bisschen was. Ein Stückchen. Also das ist eher so am Stück, so ein bisschen wie eine Banderole, eine kurze. Hier sind alles einzelne. Hier unten sind sie wieder am Stück. So unten auf dem Kartenrand, ne? Gerade bei einer DIN-Langkarte passt das auf jeden Fall bei den schmalen Karten.
Ne, hier haben wir auch noch mal ganz viele einzelne schöne Blumen, Blümsche. So. Und hier haben wir Kränze, die hat man darunter gar nicht gesehen. Die sind ja auch schön. Hier so halbe nur. Ja, doch. Nur zwei Kreise. Hier noch mal einen kleinen drin. Oh ja, das ist doch echt ganz hübsch, diese zarten Sachen. Ja, da kann man wirklich auf jeden Fall was Schönes mitmachen. Wenn man es hier nicht auseinander pflückt. Mal wieder schnell eintüten. Und das hier. Ach so, ich habe es euch noch gar nicht gezeigt. Ne? Ich bin ein bisschen abgeschaltet. Wild, das ist das Wildblumen-ABC. Das ist schon Kreativdepot eigen. Und das ist auch total hübsch, obwohl das überhaupt nicht meine Farben sind. Finde ich aber, was ist das? Warum ist das gelb da drin? Was hast du? Ach, Tatsache. Das ist ein ganzes. Okay. So, mal richtig rumhalten, ne? Also Wildblumen ABC. Mit noch anderen Blümchen dazwischen. So. Und damit kann man natürlich auch toll was machen, ne? Das ist in diesen Herbstfarben. Finde ich total hübsch, die Buchstaben mit den Blumen dran. Die Kränze. Och. Irgendwie mag ich es. Es ist braun, aber ich mag es. So. Hier ist es nochmal weiter. Es ist jeder Buchstabe nur einmal. Aber wie gesagt, ihr habt ja noch mehr Möglichkeiten. Hier ist auch so was Schönes für eine Ecke mal. Auch schick hier auch. Das ist, wie gesagt, das ist sogar, also das ist auch noch Rub-On hier. Das gelbe Feld. Ja. Ich finde es schön. Ich mag's. Ist ja auch mal ganz schick, wenn jemand vielleicht im Herbst heiratet oder so, da kann man doch auch eine schöne Karte mitmachen. Ein schönes Projekt. Ja. Ach ja, wundert euch, ich bin heute nicht so redselig irgendwie. Liegt vielleicht daran, dass alles brennt im Hals und in der Nase. Aber naja, bleibt halt doch irgendwie nicht. Bleibt nicht aus, aber es ist okay. So, jetzt habe ich mich mal an was rangetraut, wo ich mich geärgert habe, dass ich es in der ersten Serie nicht gemacht habe. Denn es kommen auch wieder neue Sterne. Und ich habe einen einzigen ausgesucht, weil ich gedacht habe, der ist total cool mit den Löchern drinne. Und zwar sind es diesmal 8-zackige Sterne. Und ich habe mir den Fallstern 8-Zacken-Muster 30 cm ausgesucht. Ich schalte euch das mal hoch. Hier oben ist die Nummer. Bin ich im Bild? Ah, ich sehe überhaupt nicht. Es blendet, ne? So. Genau. Und habe mich rangemacht mit diesen ganzen Tipps, die es schon gibt im Internet. Von Yvonne, von Steffi, vom Papierschorsch und so weiter. Aber ah, ich weiß nicht. Ich zeige ihn euch. Tada! Und ich habe hier unten noch so einen Lichtfänger dran gemacht. Ich weiß nicht, ich hatte das irgendwie im Koppe vor ein paar Tagen und habe gedacht, das machst du jetzt einfach mal, weil ja, ich wollte mal was anderes machen. Also das muss nicht sein. Und ja, es ist wirklich nur ein Muster, den ich mir selber, ein Muster, was ich mir selbst ins Fenster hänge, weil
Verschenken kann man das nicht, wie das aussieht. Denn ich habe es erst probiert mit. Also ich habe die einzelnen Teile mit Bastelkleber, Flüssigkleber zusammengeschraubt, hätte ich jetzt fast gesagt, zusammengeklebt. Das ging gut, die Einzelteile, das ist überhaupt kein Problem. Dann habe ich gedacht, okay, ich nehme hier meine Heißklebepistole. Ne? Aber das hat irgendwie so gar nicht funktioniert, weil ich weiß nicht, ob die irgendwie einen weg hat. Ich habe die jetzt auch schon 5 Jahre oder so bestimmt schon. Und irgendwie, ja, drückt man, aber es kommt vorne nichts mehr raus oder es kommt alles raus. Aber wenn ich so einen zarten Streifen da drauf geklebt habe und wollte das zusammen machen, in der Zeit, wo ich das dann wieder in die Hand genommen habe, war der Heißkleber schon so hart, dass du es gar nicht mehr kleben konnte. Ja, oder ich habe mir die Pfoten dran verbrannt. Dann war ich ein bisschen abgenervt davon. Also da hört es dann mit mir, mit der Geduld dann auch auf, wenn sowas Frickelinsches sich nicht irgendwie zusammendüdeln lässt. Ne? Also die Spitzen sind ja auch nicht so schön geworden. Ja, was habe ich dann gemacht? Und das ist für mich die Variante, die für mich definitiv die bessere ist. Und damit werde ich es auch noch mal ausprobieren, nämlich mit Sticky Tape. Mit diesem roten Klebeband. Ich habe mir das extra noch mal eine Nummer kleiner bestellt hier beim großen A. Nochmal die dicke kann man ja immer gebrauchen. Das gibt es nur leider nicht in 0,5. Es gibt es in 0,6 oder in 6 mm, sagen wir es mal so. Statt in 5 ist es natürlich ein bisschen größer, kann man aber trotzdem nehmen. Und ich habe es mir nochmal bestellt. In 3 mm gibt es dann die nächst kleinere. Ja, also es ist von Amazon, aber die vertreiben halt hier auch die Sachen von Idee mit Herz und ja, war nicht so teuer. Weil ich das doch nochmal ausprobieren möchte. Ich kann mal eben hier so ein bisschen Licht ausmachen. Wartet mal. Und den mal anschalten. Ich habe auf der Rückseite hier so eine. Also, ich muss noch mal dazu sagen, ist es noch hell genug? Ja, hier drunter klafft irgendwie so ein großes Loch auf beiden Seiten. Also, ich finde es dann sowieso schöner, hier irgendwie was drauf zu kleben. Auf der Rückseite natürlich auch, weil ich hier das Kabel durchgeführt habe und habe hier diese dünne Lichterkette dran gemacht. Und ich schalte das mal ein und. Kann man das erkennen? Sonst muss ich noch mal ein bisschen dunkler machen hier. Wartet mal. So ist besser, ne? Also das ist schon schick, wie das durch die Löcher durchleuchtet, ne? Oder da wo, na gut, da ist die Lampe direkt am Papier. Aber wenn er so leuchtet, im Fenster hängt, sieht man die Fehler gar nicht, ne? Ja. So, erstmal wieder Licht an. Spot on. Und die Größe, wie gesagt, 30 cm. Und mit 8 Zacken ist er auch schon echt hübsch, ne? Ja, wie gesagt, also ich habe ihn mir größer vorgestellt, aber 30 cm sind 30 cm, ne? Beißt die Maus keinen Faden ab, aber. Ich hätte ihn auch noch mal eine Nummer größer nehmen können. Aber ich glaube, das reicht. Für dieses Jahr reicht das. Ja, das ist nochmal meine Inspiration, eine davon. Und aus dem Rest werde ich mal schauen, was ich euch da noch so schönes, Halloween-technisches, herbstliches präsentieren kann. Da muss ich mein kleines Köpfchen auf jeden Fall mal anstrengen und werde euch das dann gleich einmal zeigen. Vielleicht machen wir auch noch was zusammen. Ich muss mal gucken. Dann sehen wir uns gleich nochmal, ne? Moin, ihr Lieben, da bin ich wieder. Es ist mittlerweile schon wieder ein Tag vergangen und ich habe gestern ein bisschen gebastelt. Das wollte ich euch zeigen, denn viel mehr war dann auch nicht mehr drin, ne? Weil es geht mir doch zunehmend, ja, wie soll ich sagen, schlechter ist vielleicht übertrieben, aber es. Ja, es ist noch im Fortschreitungsprozess und noch nicht im, wie war das, 3 Tage kommt sie, 3 Tage bleibt sie, 3 Tage geht sie. Okay, wir sind jetzt beim dritten Tag kommen. Bleibt nicht aus.
Ich habe mir, ich muss mal eben die, das Fed, nee, wie heißt es denn? Ich habe es mir extra nicht an die Seite gelegt. Das Tütchen mit Fädeleiste genommen. Ich euch zu erzählen, was für Produkte ich benutzt habe. Und habe es einmal regulär, also zum ersten Mal wirklich so benutzt, wie es eigentlich auch gedacht ist. Habe mir hier so ein beiges Band durchgezogen, hier vom Rossmann Schleichwerk. Und bezahlt natürlich die Rossmann. Aber ihr wisst ja, da gibt es echt tolle Geschenkbänder in allen Breiten. Genau, ich hatte noch einen Bogen Papier aus dem letzten Jahr. Und zwar habe ich mir das abgeschnippelt Herbstzauber-Aufleger. Das waren vier Aufleger auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dieses Grüne und einmal das Herbstlaub hier, das Braune. Habe ein bisschen mit Colliro-Spritzern gearbeitet, habe die neuen Rub-Ons genommen, das Herbst-ABC und habe mir dann aus einem Stempelset, entschuldigt, ich muss mal eben die Nase schnauben, es geht nicht ohne. Das Stempelset heißt Oha, das ist auch schon ein bisschen älter. Und hier dieses Danke, da habe ich quasi das D weggelassen beim mit Farbe benetzen und habe das dann dahinter gestempelt. Und das in Kombination finde ich total schön. Habe mir hier von den Animal Dots die Farbe Schokolade, passt perfekt zu dem braunen Papier, genommen. So, ja, so einen quadratischen Aufleger, ne, mit so gestrichelten Rand. Und zack, ist so ein kleines Tütchen fertig, wo man mal eben kurz eine Kleinigkeit reinstecken kann, auch einen Gutschein oder irgendwie was zum Danke sagen. Und dann kann man das oben, wenn man möchte, noch zukleben mit doppelseitigem Klebeband oder man macht einfach nochmal ein schickes Klemmchen dran. Die Idee finde ich auch ganz gut. Vielleicht von diesen kleinen habe ich allerdings nichts farblich passendes. Hier habe ich schwarze. Ich muss irgendwie mal, wenn ich das nächste Mal in Assel bin, durch den Shop latschen und mir die anderen Farben nochmal zulegen. Genau. Also dafür, dass ich Braun und Orange überhaupt nicht mag, ist alles heute in Braun und Orange und ein bisschen schwarz geworden. Aber das gehört halt dann doch zur Jahreszeit dazu. Und ich muss sagen, das gefällt mir echt ganz gut. Bei den anderen Sachen bin ich ein bisschen, ja, es gefällt mir so lala. So, hier habe ich die Umschlagstanze dick genommen. Ne, das ist dieser etwas dickere, breitere Umschlag. Das Papier ist von Faltkarten der Farbton Recycled Silphy. Das ist wie Kraftkartstock, muss halt in so einem, also da muss ich sagen, mag ich den Ton ganz gerne, in so einem gedeckten Grau, Grau, Braun, aber so ein blasses Braun. Ich glaube, ich brauche irgendwas. Warte, warte, warte. Sorry. Tut mir leid durch die Unterbrechung jetzt, aber irgendwie muss ich es jetzt einmal hinter mich bringen. Läuft halt gerade wie Wasserfall. Ich muss es mal rausholen. Den Baum genommen. Hab den auf dem weißen Streifen geklebt als Banderole. Habe hier drunter nochmal eben die Girlande hier gestempelt. Die ist hier auch, geht auch bis hier unten weiter. Sieht man halt nicht. Ist auch nicht so schlimm. Eigentlich hätte man es auch weglassen können. Und habe dann hiervon die Kürbisse nebeneinander gestempelt. So in einer Reihe. Und ein bisschen mit Alkoholmarkern und Polychromos koloriert. Ich habe extra Konterpapier genommen und habe es auch eine Weile liegen lassen. Nach dem Bestempeln, damit das schön durchtrocknet, aber es war lang, nicht lang genug. Und nachdem ich dann mit den Alkoholmarkern drüber gegangen bin, hat es dann doch wieder die Farbe vom Stempel ein bisschen angelöst. Hier sieht man das so ein bisschen. Also man muss da doch ein bisschen länger warten. Und bei dem normalen Cardstock wäre das auch ein bisschen schneller gegangen. Aber das Extra kommt, da ist oberflächlich so glatt, da dauert das einfach noch mal ein bisschen länger. Genau. Einfach so ein bisschen koloriert. Hier habe ich eine Klammer dran gemacht. Mal gucken, ob ich da noch Nylongarn oder irgendwas dran frickel. Ja, da war dann gestern die Luft raus bei der Packung. Und davor hatte ich noch eben
die Langkarte gemacht. Ganz normal gekürzt den Bogen wieder bei 21, den Rest noch mal ein bisschen eingekürzt, der vom A4-Blatt über war, ein bisschen hier grunge-mäßig so ein bisschen angeraut mit der Schere, das so ein bisschen eingerissen. Ich mag das ganz gerne. Dann habe ich mir Vellum genommen, das ist ein Vellum von diesen Action-Blöcken. Habe mir das mit dem Prägefolder eben mal so ein bisschen geprägt. Ich weiß nicht, von wem der Prägefolder ist. Den habe ich irgendwann mal ausgepackt gekauft und seitdem liegt der so in der Schachtel. Punkte halt, Standardpunkte. Die neuen Stanzformen, die Kürbisse hier. Einmal alle, auch den kleinen Mini, der Reihe nach aufgestapelt mit 3D-Form-Tape. Dingsbums hier, 3D-Klebepads. Oben eben ein schwarzes Eyelet durch, ein bisschen Nylongarn. Das Psst ist aus einem Stempelset, was ich euch noch nicht zeigen kann. Das ist ein bisschen Sneak Peek. Das wird noch eine Weile dauern, bis das rauskommt. Aber ja, ihr werdet erst noch sehen. Und habe das, abgesehen von einem 3D-Klebepad hier, auch nochmal mit so einer schwarzen Klammer festgemacht. Ja, weil ich glaube, ich habe nicht einen Stempel, wo drauf steht Happy Halloween oder irgendwie was. Ich müsste durchgucken. Seitdem ich die neu sortiert habe, finde ich sowieso irgendwie nichts mehr wieder. Moment. Oh. Ja, ein Colliro-Spritzer in Black Mica und die neue Farbe Butter, was mit Butter? Buttercup hier. Das passte doch ganz gut, ne? Ja. Genau. Und dann war es das auch erstmal für meinen Freitags. Den Stern hatte ich euch ja schon gezeigt. An meinen Freitagsinspirationen. Es folgt dann irgendwie die Tage nochmal was mit dem Stempelset, mit den Blumen hier und den Rub-Ons, ich denke mal eher zum Wochenende, aber je nachdem, wie fit ich bin. Aber das ist, ich schicke euch nicht mit leeren Händen, mit leeren Gedanken, Inspirationen ins Wochenende. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Feiertag für die, die den Brückentag hatten. Ihr habt das hoffentlich schön genutzt. Und ja. Ich lege mich jetzt wieder hin und bleibt bitte gesund und munter und kreativ und wir sehen uns in ein paar Tagen beim nächsten Video wieder. Tschüss, ihr Lieben.